Und damit ein herzliches Willkommen zurück aus dem geheimnisvollen Tempel, wo wir gerade einen Drachen erlegt haben und wir immer noch auf dem Weg zu Schattenreißer sind. Was haben wir denn hier für schöne Schätze? Oh, 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 oh. Zack, nehme ich mit. Silbermedaillon nehme ich mit. Und Umschlag nehme ich auch mit. Wow. Warte mal. Untere Ebene, jawohl. Untere Ruin freigeschaltet. Oh, oh, was ist da mit Verkehr los? Geister. Aber egal. Na komm, wer war denn? Ich hätte Liana mitnehmen sollen. Großschwert. Clanschild. Hä? Da war was, da war was, da war was. Der Mauszeiger macht mich auch ein bisschen kirre hier. Da. Lass das. Wenn ich eins hasse, dann ist es Spinnen. Jawohl. Oh, ich hasse Spinnen. Ich finde sie so ekelhaft. Oh. Meine Güte. Ganz viele Waffen liegen hier. Beruhige dich. Sag mir, wer du bist, Kind. Mami! 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 Beruhige dich, was siehst du? Ein Skelett. Jede Menge Skelette. Ah. Der greift doch mal an. Ah.
komm. So. Schwacher Rundumschlag. Geld. Wo geht's lang? Moment mal. Da, von da kam ich hier Eingangsebene. Das Rätsel mit dem Jungen habe ich auch nie so richtig ganz verstanden, dass hier ein kleiner Junge rumläuft, der irgendwie Hilfe braucht. Das habe ich nie so ganz verstanden. Ob man da mal irgendwie was rätseln muss oder lösen muss. Oh. So, betrachtet es als erledigt. Aschekrieger-Axt. Ja. Sarkophag. Nehme ich mit. Wieder ein Geschenk mehr. Ein Geschenk für meine Liebsten. Wir müssen erstmal in diese Richtung. Oh, zerstörter Altar. Zerstör den mal. Mein Gott. Er ist aber automatisch an. Ah. Er ist aufgestiegen. Irgendjemand ist gerade aufgestiegen. In der Oberfläche des Altars scheint eine Art Tiefe zu geben, in der man was platzieren könnte. Betrachtet es als erledigt. Aber was? Die haben ja nichts dabei, offenbar. Vielleicht dort oben? Vielleicht hier irgendwas? Großer hölzerner Schild. Warte, von wo kamen wir denn da? Ne, wir kamen von... da. Hey, jetzt bin ich total verwirrt. Und jetzt... gehen wir mal da lang. Gucken wir mal, was hier ist. Ein Brunnen. Das Wasser im Teich wirkt kühl und sauber. Es wird von einer inneren, möglicherweise magischen Quelle gespeist. Unter Wasser ist etwas, das wie ein kleiner irdener Trug aussieht. Den irdenen Trug nehmen. Mit Wasser füllen, glaube ich, war das. Den Teich in Ruhe lassen. So. Altar. Betrachtet es als erledigt. Der Altar ist flach und mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Unzählige Gravuren bedecken seine Oberfläche, aber die meisten sind so verwittert, dass sie unleserlich geworden sind. Mit Wasser draufstehen.
den gefüllten irdenen Kuckuck darstellen. Die Gravuren auf dem Altar genauer untersuchen. Niederknien und beten. Aha. Au. Ach, trink vom Wasser. Und Teich in Ruhe lassen. Keine Ahnung, was bringt mir das jetzt? Ich habe dieses Rätsel nicht so ganz verstanden. Moment, wo muss ich überhaupt hin? Ich glaube, ich muss hier runter, ne? Moment. Ich glaube, ich muss da runter. Ich bin bereit zu handeln. Ich kenne das Rätsel, aber ich weiß nicht mehr, was man machen muss. Ich glaube, ich habe das Rätsel auch mal gemacht. Sicher bin ich mir natürlich nicht, aber es kann alles Mögliche sein. Gehen wir erstmal zu den Werwölfen. Ah, tot. Was mich interessiert. Ah, außer die anderen Toten. Ah, die Toten sind Schild der dunklen Wut. Nichts Wertvolles. Gehen wir mal hier lang. Oh. Ich hasse Tote. Deiner Bauer, hau zu, hau drauf. Wäre schön, wenn man das nächste Ziel automatisch angreifen könnte. Aparat.
Alter, ja, ich nervig. Metalltür. Jawohl. Ich glaube, jetzt sind wir dem Ende entgegen. Ich speichere mal. Oh, warum immer Tote? Und hauen drauf. Hey, wo kam die denn immer her? Wie ihr meint. So. Ich will nur meine Ruhe haben. Ein Buch? Ah. Hau drauf. Blödes Rätsel. Lass mich in Ruhe. Warte. Oh Mann. Was ist das hier mit Scheiß? Was ist das denn Scheiß mit dem, Bitte. Alter. Was soll denn das mit dem Hin und Her? Mit. Ja, komm. Meine Güte. So, wir müssen da lang. Oh, Mann.
Wie viele Tote gibt's denn hier noch? Wie ihr meint. So. Also ich keine Toten mehr sehen. Durch roter Stahl. Ein Diamant. Starker Lyriumtank. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Ab nach unten. So viele Tote nerven mich einfach nur. Bau der Werwölfe. Wir sind endlich angekommen. Gut, dann speichere ich mal. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass man das auch friedlich lösen konnte. Das heißt, dass man beide Fraktionen für sich gewinnen konnte, aber ich weiß nicht mehr wie. Wie ihr meint. Dann bin ich froh, dass ich die Überredensfunktion komplett freigeschaltet habe. Deine Kreatur ist das. Oh. Gehst du mal von mir runter? Ich stehe nicht mit der Werwolf-Sex. Vielleicht sollte ich dafür noch eine Waffe geben. Ich werde es tun. Werwolf. Danke. Was macht Werwolf? Damit konnte man, glaube ich, irgendwas machen. Jetzt nur noch Schattenreißer finden. Ne, da lang müssen wir. Jawohl, er hat gespeichert. Dann heißt das, dass hier das Showdown ist. Jetzt, dann speichere ich mal und rein da. Halt! Beruhigt euch, meine Brüder und Schwestern! Wir möchten niemanden mehr verletzen. Deshalb frage ich euch, Fremde, seid ihr bereit zu verhandeln? Wer seid ihr? Ich bin nur ein weiterer Verfluchter, der den Eingang zu unserem Heiligtum bewacht. Ich wurde geschickt, um mit euch zu verhandeln. Verhandeln? So wie ihr mit Delish verhandelt habt? Das war etwas anderes. Die Herrin ist der Überzeugung, dass die Dalish euch nicht alles erzählt haben. Deshalb hat sie darum gebeten, dass man euch zu ihr bringt. Sie will euch keinen Schaden zufügen, vorausgesetzt, ihr seid aufrichtig bereit,
friedlich zu verhandeln. Ist eure Herrin Schattenreißer? Sie ist nicht Schattenreißer, aber sie kann euch von ihm berichten, wenn ihr sie fragt. Doch vorher müsst ihr euch zu Verhandlungen bereit erklären. Wenn ihr bereit seid für Verhandlungen, warum habt ihr das ja nicht früher gemacht? Windläufer dachte, es hätte keinen Sinn. Die Herrin ist anderer Meinung. Und da ihr so weit gekommen seid, müssen wir uns ihren Wünschen beugen. Dann bringt mich zu eurer Herrin. Folgt mir. Doch wenn ihr euer Versprechen brecht und ihr ein Leid zufügt, werde ich selbst aus dem Nichts zurückkehren, um euch dafür bezahlen zu lassen. Gut, und jetzt versuche ich mal die Sache friedlich zu lösen. Warum stehen zwei von meinen Gefährten so verkrüppelt da? Mann. Ich heiße euch willkommen, Sterbliche. Ich bin die Herrin des Waldes. Vielen Dank, ich freue mich, dieser Gelegenheit mit euch zu unterhalten. Glaubt ihr nicht, Herrin! Sie wird euch verraten! Wir müssen sie angreifen! Beruhige dich, Windläufer. Dein Wunsch zu kämpfen hatte nur den Tod derjenigen zur Folge, die du beschützen wolltest. Ist es wirklich das, was du willst? Nein, Herrin, das ist das Letzte, was ich will. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, um uns mit dieser Fremden zu unterhalten und deinen Zorn beiseite zu stellen. Ich entschuldige mich in Windläufers Namen. Er kämpft mit seiner Natur. Normalerweise steckt man tollwütiger. Ihr führt die Werwölfe an, richtig? Diejenigen, denen ich geholfen habe, sind mir dafür dankbar. Ich biete ihnen meine Führung an. Aber ich befehlige sie nicht. Zweifellos habt ihr Fragen, Sterbliche. Zathrian hat euch nicht alles erzählt. Wirklich? Was zum Beispiel? Es war Zathrian, der den Fluch erschaffen hat, unter dem diese Kreaturen leiden. Es ist derselbe Fluch, unter dem jetzt Zathrians eigene Leute leiden. Als die Dalish vor Jahrhunderten erstmals in dieses Land kamen, lebte nahe diesem Wald ein Stamm von Menschen. Sie wollten die Dalish vertreiben. Zathrian war damals ein junger Mann. Er hatte einen Sohn und eine Tochter, die er über alles liebte. Und als er gerade auf der Jagd war, hatte dieser Menschenstamm beide entführt. Die Menschen töteten den Jungen. Das Mädchen quälten sie und ließen sie zum Sterben zurück. Die Dalish fanden sie. Aber sie konnte das Erlebte nicht vergessen. Sie nahm sich selbst das Leben. Warte mal, also hat Zathrian sie verflucht, nehme ich an. Das ist schrecklich, was auch immer mit ihnen geschehen ist. Sie haben es. Und? Also da hat Zathrian sie verflucht, okay. Zathrian kam zu dieser Ruine und beschwor einen schrecklichen Geist, den er an den Körper eines großen Wolfs band. So wurde Schattenreißer geschaffen. Schattenreißer machte Jagd auf die Menschen dieses Stammes und tötete viele von ihnen. Andere jedoch wurden durch sein Blut verflucht und verwandelten sich in grauenhafte, wilde Kreaturen. Ebenso grauenhaft und wild wie Schattenreißer selbst. Täuschungen liegen in der Natur der Menschen. Sie wurden in den Wald gejagt. Als der Menschenstamm diesen Ort schließlich verließ, blieben ihre verfluchten Brüder und Schwestern zurück. Sie waren bedauernswerte Tiere ohne Seele. Bis zu dem Moment, an dem ich euch fand, Herrin. Ihr gab mir Frieden.
Ich habe Windläufer gezeigt, dass sein tierisches Wesen auch eine andere Seite hat. Ich besänftigte seine Raserei und seine Menschlichkeit kam zum Vorschein. Dann brachte er noch andere zu mir. Warum habt ihr die Delish überfallen? Aus Rache? Warum habt ihr euch nicht wieder den Menschen angeschlossen? Sie sind noch immer verflucht, Sterbliche. Sie können ihre unmenschliche Seite nicht verbergen und somit niemals wieder bei ihrem Volk aufgenommen werden. Wir wollen, dass der Fluch aufgehoben wird. Die Verbrechen, die an Zathrians Kindern begangen wurden, waren grauenhaft, aber sie liegen Jahrhunderte zurück und die Täter sind längst tot. Jedes Mal, wenn die Landschiffe hier vorbeikamen, wurde eine Nachricht an Zathrian geschickt. Wir haben ihn gebeten, zu uns zu kommen, aber er hat uns ignoriert. Wir lassen uns nicht länger zurückweisen. Ach, wir haben den Fluch auf seine Leute übertragen. Um sie zu retten, muss er den Fluch aufheben. Bitte, Sterbliche, ihr müsst zu ihm gehen. Bringt ihn hierher. Wenn er diese Kreaturen erst sieht und ihr Flehen hört, wird er mit Sicherheit bereit sein, den Fluch aufzuheben. Warum sollte Zephyrin einwilligen, allein hierher zu kommen? Wenn Zathrian hierher kommt, werde ich Schattenreißer rufen. Ich habe die Macht dazu. Andererseits habe ich aber auch die Macht, um sicherzustellen, dass er niemals gefunden wird. Richtet das Zathrian aus. Wenn er nicht hierher kommt und den Fluch aufhebt, wird der Schattenreißer niemals finden. Dann kann er seine Leute niemals heilen. Überreden. Nun gut, ich gehe zu Zephyrin und richte es ihm aus. Wir warten auf eure Rückkehr. Der Rückweg an die Oberfläche außerhalb dieses Raumes wurde für euch geöffnet. Kehrt so schnell wie möglich mit Zephyrin zurück. Gut, das machen wir auch. Weil ich wusste auch, dass man den Weg auch friedlich lösen kann. Juhu, jetzt können wir eigentlich noch einfach gehen und zurück. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr extra einmal herumlaufen. Oh, da. Ich schätze. Ein bisschen Geld. Nur ein bisschen Geld. Dann gehe ich jetzt auch bis zurück in den Brasilienwald. Von dort. Ah, da ist Zephyrin, ist ja schon da. Würde ich sagen, ich bleibe hier und ja, ich beende die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.